Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute mache ich eine kleine Bushcraft-Tour. Ich möchte mir ein bisschen Holz zusammensuchen, um ein bisschen dran zu schnitzen und einfach ein bisschen wandern, die Natur genießen, und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei mitkommst. Ich bin jetzt erstmal auf der Suche nach Holz. Ich suche für mehrere Dinge was, weil ich bin ein bisschen in Bastellaune. Zum einen möchte ich, das hatte ich auf dem Mittelaltermarkt gesehen, so ganz kleine Schälchen machen, ja, wo so nur 2-3 cl reinpassen, sozusagen als kleine, wie sagt man, Geheimzutat, Kurzengläser, wie auch immer das nennen wollt. Dann möchte ich noch einen neuen Becher machen, vielleicht noch 2 Schüsseln. Ja. Ich werde nur das grobe Schnitzen und Sägen draußen machen, weil das Aushöhlen mit dem Stechbeitel, da habe ich mich letztes Mal so verausgabt, dass ich da im Moment keine Lust drauf habe. Das heißt, ich habe mir so ein Raspel-Set für die Bohrmaschine gekauft und werde das mal ausprobieren, wie das so insgesamt funktioniert. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Werden wir dann mal gucken am Ende. Und ein kleines Lötkolben-Set, also für Brandmalerei, habe ich mir auch besorgt, so dass ich die noch ein bisschen mehr individualisieren kann. Ihr seht schon, die Bastellaune ist im Moment ausgebrochen. Das hat natürlich auch mit dem Mittelalter zu tun, ne? Denn ich hatte auch jetzt gerade eine sehr anstrengende Zeit. Wir sind sonntags irgendwie um 0 Uhr nach Hause gekommen von dem Mittelaltermarkt. Dann hatte ich Montag, Dienstag, um die Videos fertig zu machen, die ihr als letztes gesehen habt. Also einmal, wie ist es bei Decathlon zu arbeiten, und dann mit dem Wurfzelt von Quechua. Ich hätte noch Videos da gehabt, so vorproduzierte Videos, aber ich wollte die unbedingt rausbringen. Und dann ja, hatte ich 2 Tage Zeit, und am Mittwochmorgen, Dienstagabend natürlich dann alles packen, sind wir direkt zum MPS Rastede gefahren, wo ich dann jetzt auch gerade erst wieder gekommen bin. Das, ja, also den Montag lag ich eigentlich nur platt. Ich habe immer noch echt Kopfschmerzen, fühle mich immer noch nicht wirklich fit. Deshalb bin ich heute auch noch nicht so ganz auf dem Damm. Ich versuche das Beste draus zu machen, indem ich die Natur genieße. Und das, ich merke es gleich, ne? Ich bin zu Hause, war ich echt grumpy drauf, also schlecht drauf. Ich hatte Kopfschmerzen, ich war genervt, lustlos. Und hier drin, im Wald, kommt gleich die erste Mücke. Und aber auch die Energie. Ich bin viel entspannter und wieder happy. Und das wollen wir natürlich noch steigern. Also weiter die Natur genießen, weiter wandern und dann das Holz finden für die kleinen Bastelarbeiten. Und ich würde sagen, dann legen wir doch mal los. Sam heißt. Sam. Schüttel. Die Felder der Landwirte gedeihen, blühen. Das macht mich ein bisschen glücklich. Ich bin, also die Landwirte und ich, sind uns nicht immer ganz darüber einig, wie man am besten die Natur nutzt. Besonders bin ich uneins mit den großen, ich möchte sagen Industrielandwirten, mit den kleinen meistens eher weniger. Aber ich freue mich dann trotzdem, wenn alles grüner wird. Nicht nur die Wälder, sondern auch die Felder. Ich bin hier in einem neuen Teil
meines Waldes sozusagen unterwegs, also meines Stammwaldes, möchte ich sagen. Denn der geht, wenn es auch nicht mehr dann derselbe Wald ist, noch ein bisschen weiter. Also man muss so über zwei Straßen rüber gehen und dann kommt man sozusagen, auch wenn es, also im Prinzip ist es für mich derselbe Wald, aber es ist dann anderer Wald, der heißt dann auch anders und so weiter und so fort. Und den erkunde ich jetzt heute das erste Mal. Da freue ich mich sehr drüber, was Neues zu entdecken. Vielleicht finden wir schöne Stellen zusammen und ja vielleicht auch schönes Holz, das ich benutzen kann. Ne? Ich bin also im Busch unterwegs und crafte, wenn ich denn das richtige Holz dafür endlich mal finde. Und ja, das ist einfach herrlich. Ihr hört ja bestimmt das Vogelgezwitscher. Das Einzige, was ab und zu mal ein bisschen nervt, ist, dass die Leine sich immer wieder aufrollt. Ja, mein Gott. Ne? Wenn man den Hund dabei hat, hat man den Hund dabei. Samwise freut sich auch, dass er ein bisschen wieder nach den Mittelaltermärkten ein bisschen Ruhe bekommt und auch endlich wieder in den Wald kann. Das sehe ich ihm direkt an. Ne? Da ist er wieder happy, da bewegt er sich wieder mehr und ist einfach glücklicher und zufriedener. Und zieht mich die ganze Zeit schon immer wieder ein bisschen vorwärts, wenn ich nicht aufpasse. Dann gibt es immer so einen Ruck. Aber mich stört's nicht. Und hier geht es sehr schön irgendwie um so eine kleine Ecke rum. Das gefällt mir gerade richtig. Also mir gefällt Wald am besten vor allen Dingen auch, wenn er so richtig schön verworren ist. Wie so ein kleines Labyrinth, wie so ein kleines Geheimnis. Und ich freue mich einfach darauf, hier schön weiter zu wandern und die Natur zu erkunden. Ich finde das wunderbar, wie die Wurzeln der umliegenden Bäume hier ja, mir den Aufstieg ermöglichen. Es ist fast so, als hätte die Natur eine Treppe gebaut, eine Einladung, sie zu erforschen. Und diese Einladung, die nehme ich gerade bei diesem wirklich sehr schönen Waldstück, das ich hier gerade habe, dankend an. Ich bin an einer Gabelung angekommen. Ich könnte jetzt links oder rechts gehen. Aber eigentlich muss ich wieder zurück, denn sonst wird der Rückweg zu lang. Ich bin jetzt schon über 8 Kilometer unterwegs und also es werden dann heute schon über 15 Kilometer und eigentlich wollte ich nicht über 15 Kilometer kommen. Das heißt, ich werde hier wieder zurückgehen und mir auf dem Rückweg mein Holz suchen. Was mich aber gleichzeitig auch ein bisschen traurig stimmt, weil der Wald hinter mir, der sieht noch vielversprechend aus. Und eigentlich hätte ich durchaus Lust, da weiter zu forschen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich auch noch zurückkommen werde, um hier ein bisschen zu bushcraften, die Natur zu genießen und einfach nur zu wandern. Wer sucht, der findet und der würde Holz finden. Böses Motorrad, sei nicht so laut. Wenn dort nicht so viele Brennnesseln wären. Das heißt, ich habe jetzt erstmal kleine Hackarbeit. Das Beste ist natürlich auch, dass ich eine kurze Hose anhab.
und kein richtig großes Messer, sondern nur den Rücken von der Säge. Ja. Ja, ich schlag mich mal durch, ne? Nein, Samweis. Ich habe mir jetzt meine zwei Holzstücke abgesägt. Es ist eine drückende Schwüle, die letzten Tage erfasst hat. Man ist am Schwitzen, sobald man aus der Dusche rauskommt, wenn man nicht die ganze Zeit in Eiswasser sozusagen badet. Es ist unfassbar. Und das Wochenende war wirklich anstrengend. Also ich merke schon, wie nach ein bisschen Sägen meine Muskeln überall langsam echt nicht mehr wollen. Aber jetzt habe ich ja mein Holz, nachdem ich die ganze Zeit gesucht habe. Und wir wandern auch ein bisschen weiter. Ich will ja auch noch anfangen zu schnitzen. Und dann wollen wir das Ding ja auch noch bearbeiten und so weiter und so fort. Ein ganzes Stück Arbeit liegt also noch vor uns.